Ein Hallo meine lieben Freunde und willkommen nach längerer Zeit nochmal zu einem kleinen Informations-Updates-Video, nennt es wie ihr wollt. Und im Titel könnt ihr es schon lesen, es geht heute um Assassin's Creed Odyssey und meine Pläne, wie das auf meinem Kanal ausschaut, was ich von dem Spiel generell halte, was ich mir schon so angeschaut habe. Und ja, ich würde sagen, damit starten wir auch einfach mal. Im Hintergrund seht ihr jetzt, ich weiß es noch gar nicht, wahrscheinlich habe ich vor, von Odyssey ein kleines Gameplay-Video, was auch auf der E3 gezeigt wurde, einfach in den Hintergrund zu packen, dass ihr euch das anschauen könnt. Währenddessen bin ich mir jetzt aber noch nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Auf jeden Fall, falls es doch was anderes sein sollte, dann ja. Egal. So, auf jeden Fall, ihr habt ja sicherlich jetzt als allererste Frage wieder, ob ich das denn Let's Playe. Und da kann ich sagen, nein. Und die Gründe dazu, warum ich es nicht Let's Playe, ob das was mit dem Spiel an sich zu tun hat oder ganz andere Gründe hat, das möchte ich euch heute einfach erklären und halt auch so ein bisschen meine Meinung zu Odyssey sagen und auch zu Origins, weil die Spiele ähneln sich halt schon ziemlich, muss man sagen. Und ja, der erste Grund ist erstmal, warum ich das nicht Let's Playen werde, ist zum einen, da ich einfach ja schon Ende 2016 gesagt habe, dass auf meinem Kanal soweit nicht mehr viel kommen wird, dass meine YouTube-Zeit einfach an sich vorbei ist und seitdem ist natürlich mein Kanal auch noch weiter eingebrochen. Das ist aber ganz klar, natürlich, wenn ich ankündige, dass mein Kanal an sich jetzt nicht mehr so aktiv betrieben wird, dass dann natürlich noch einige Leute gehen, ist vollkommen logisch und ist aber auch total in Ordnung, habe ich auch kein Problem mit. Ich meine, ich habe mich selber diesem Schicksal gebeugt oder hingegeben oder es verursacht, wie auch immer. Von daher ist das für mich kein Problem. Auf jeden Fall ist es so, dass ich euch ja damals noch versprochen hatte, Assassin's Creed Origins zu machen. Habe ich jetzt auch getan. Ich muss nur sagen, dass Assassin's Creed Origins schon nicht mehr die Art von Let's Play eigentlich war, die ich gerne gemacht habe, weil das war auch damals einer der Gründe, wieso ich The Witcher 3 im Endeffekt nicht Let's Played habe, weil eben diese Open-World-Spiele sind zwar unglaublich toll und man kann unglaublich darin versinken und kann unglaublich viel machen und man ist auch noch nach 200 Parts gefühlt, hat man noch irgendwas zu tun, aber genau das ist eben die Sache, die ich auch dann bei Gronkh oder sowas überhaupt nicht mag, wenn das dann so viele Parts werden und ich sag mal so, jetzt macht so ein Gronkh natürlich wirklich alles im Let's Play und ich habe das ja eher so gemacht, ich cutte dann verschiedene Dinge, ich sag dann, ich mach das jetzt offscreen, ich mach das jetzt offscreen, ich mach das jetzt offscreen und das hat sich bei mir in Assassin's Creed Origins so angefühlt, als würde ich eigentlich dauerhaft nur noch irgendwelche Sachen offscreen machen und ja, das fand ich persönlich dann relativ schade, weil ich mir dann irgendwie gedacht habe, ja, super, das bringt mir ja irgendwo kaum was, wenn ich alles offscreen mache und im Endeffekt ihr total wenig zu sehen habt, aber das hatte natürlich zwei Gründe, zum einen, weil ich nicht wollte, dass dieses Let's Play 100 Parts lang wird und zum anderen, bin ich ganz ehrlich, weil natürlich auch die, sage ich mal, Zuschauerzahl jetzt auch nicht so übermäßig hoch war, dass ich jetzt gesagt, also hätte sagen können, boah, Dame, hier schauen, ne, keine Ahnung, wie viele Leute zu, da mache ich jetzt noch 30 extra Parts. Und ein anderer Aspekt ist auf jeden Fall noch die Uni bei mir. Jetzt ist mein Studium zwar nicht das Allerschwierigste verglichen mit anderen, ich studiere ja soziale Arbeit an der Hochschule, für die, die es nicht wissen, aber trotzdem frisst das natürlich viel Zeit und ich sag mal so, es hat sich in meinem Leben auch so natürlich mit der Zeit einiges geändert, sei es, dass ich auch versuche, einfach ein bisschen privat mehr zu unternehmen, mehr zu machen, mehr zu erleben und natürlich auch einfach privat noch gerne zocke. Und da muss ich eben sagen, YouTube war eine coole Zeit, aber mittlerweile ist das halt einfach sehr eingebrochen. Und bevor ich jetzt vom Thema abschweife, möchte ich da einfach sagen, dass für mich schon Assassin's Creed Origins sehr schwer war, das während meiner Uni-Zeit und meinem Privatleben noch mit einzubringen. Und ich hatte halt oft das Gefühl, dass ich einfach nur aufgenommen habe, ganz flüchtig, damit ich irgendwelche Parts hatte und das war's. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache im Endeffekt. Genau, und wie gesagt, um zum Thema Assassin's Creed Origins zurückzukommen, ich fand das Spiel cool, das habe ich auch im letzten Part, oder ich weiß nicht, wenn das Video online ist, dann wird noch nicht der letzte Part von Origins online sein, aber ich habe den schon aufgenommen und da erwähne ich auch, dass Origins echt ein cooles Spiel war, aber halt meiner Meinung nach nicht mehr viel mit dem Assassin's Creed zu tun hatte. Und diesen Aspekt vermisse ich natürlich jetzt auch in Odyssey, wenn ich mir das so anschaue. Das spielt ja sogar nochmal 400 Jahre früher und Ubisoft hat zwar argumentiert, dass es da um die Entstehung der Eden-Splitter geht und das im Endeffekt schon so seinen Grund hat, warum man das macht und so weiter. Und das ist ja auch alles vielleicht eine coole Begründung und damit kann man ja auch leben. Aber dann soll man irgendwie
der Reihe einen anderen Namen geben. Oder man soll sagen, das ist ein Spin-off von Assassin's Creed. So, keine Ahnung, sag ich mal, Edensplitter-Odyssee nennen oder was auch immer. Jetzt hört sich ganz doof an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einfach, dass man so ein bisschen sagt, okay, hey, man nennt es anders. Und ich muss aber halt ganz klar sagen, wenn für mich Assassin's Creed im Namen steht und ich gefühlt nach von Teil 1 bis Teil 3 wirklich in allen Teilen immer einen Assassinen kennengelernt habe, einer, der ausgebildet wurde, einer, der wirklich die Assassinenwerte vertreten hat, dann ist für mich ein Origins oder ein Odyssey kein Assassin's Creed mehr. Natürlich muss man jetzt nicht immer ganz krass bei diesem Thema bleiben, aber gewisse Aspekte sollten schon vorhanden sein. Das hat mich halt in Black Flag schon damals wirklich gestört. Da wurde man ja auch am Ende erst wirklich ein Assassine. So, man hatte zwar die Kutte und man hatte die versteckte Klinge und alles, aber ein wirklicher Assassine war man halt nicht. So, und da muss ich halt sagen, deswegen, um es jetzt mal kurz zusammenzufassen, also die Gründe, warum ich im Endeffekt Odyssey nicht let's playen werde, sind einmal, weil ich privat einfach kaum mehr Zeit dafür finde, weil es natürlich auf meinem Kanal auch bei weitem nicht mehr so gut ankommen wird, und ich bin ganz ehrlich, ich brauche das nicht für vielleicht 100 Leute zu machen, die sich das anschauen. Ich meine, klar, das wäre trotzdem toll, aber es ist halt einfach, ihr müsst ja mich auch verstehen, so, ich meine, es gibt genug, die es machen, aber ich sag mal so, ich kann Leute nicht verstehen, die sich hinsetzen und für 10 Leute noch irgendwelche Videos produzieren, auch wenn es ihnen Spaß macht. Ich meine, mir macht Videos produzieren auch Spaß, aber es ist halt einfach, ja, da investiere ich meine Zeit lieber anders. Und auf jeden Fall, deswegen wird Odyssey halt nicht kommen, aber der größte Aspekt ist eigentlich wirklich, dass mir das Konzept als Let's Play nicht mehr so gut gefällt, weil Open-World-Spiele habe ich auf meinem Kanal noch nie wirklich gezeigt, weil ich immer gerne derjenige war, der wirklich straight durch eine Story gegangen ist, der hier und da mal kleine Abzweigungen genommen hat, ne, auch in Assassin's Creed 2, wenn man mal eine Nebenmission gemacht hat, oder in Assassin's Creed 3 oder was auch immer, aber im Endeffekt bin ich gerne straight einer Story gefolgt, und ich habe das Gefühl, dass ich in Odyssey wahrscheinlich wie in Origins wieder sagen muss, hey, das Gebiet erkunde ich jetzt erstmal, dann sitze ich hier 2 Stunden offscreen und erkunde erstmal, dann nehme ich wieder auf, dann erkunde ich wieder, dann nehme ich wieder auf, und das ist halt so für mich so eine Sache, da habe ich das Gefühl, die Hälfte des Spiels spiele ich irgendwie für mich selber und die Hälfte des Spiels zeige ich euch, und das, finde ich, ist halt eine Sache, die einfach nicht so toll ist, und ich habe bei Origins einfach schon gemerkt, dass mich auch nach einer Zeit die Motivation verlassen hat. Ich meine, es gab so viele Dinge, die man da noch hätte tun können, aber ich hatte einfach nicht mehr wirklich große Lust, und ich meine, ich werde eventuell noch die DLCs von Origins zeigen, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, das habe ich auch im letzten Part, den ihr dann von Origins sehen werdet, habe ich dazu auch ein bisschen was erzählt. Auf jeden Fall, deswegen, Odyssey ist für mich so eine Sache, wo ich halt einfach nicht weiß, was ich davon im Endeffekt halten soll, und kommen wir jetzt auch einfach mal so zu generellen Mechaniken, die mich einfach stören. Da wären halt zum einen, ich finde, sie haben es ja gut gemacht, dass sie wirklich gesagt haben, sie machen zwischen Syndicate und Origins 2 Jahre Pause. Das war ja wirklich eine coole Sache. Syndicate kam 2015 raus und Origins kam 2017 raus. Jetzt merkt man aber, Odyssey, und da bringt auch das Argument nichts, dass sie sagen, sie haben irgendwie daran schon seit 2-3 Jahren gearbeitet. Ich meine, es ist völlig klar, dass die an diesem Spiel nicht erst seit einem Jahr arbeiten. Muss man aber sagen, die Grafik ist ähnlich. Das Setting sieht cool aus, keine Frage. Das Interface ist ähnlich, das hat sich halt hier und da ein bisschen verändert, ne? Aber grundlegend ist dieses Spiel einfach gleich geblieben. Und da muss ich mich halt wirklich fragen, ja, ist das noch die Art von Spiel, die ich gerne zeigen möchte? Und hat das überhaupt noch großartig was mit einem Assassin's Creed zu tun? Und ich weiß nicht, das ist an sich eine coole Sache, aber ich komme mir dabei einfach halt eben nicht mehr so vor wie in einem Assassin's Creed. Und das ist für mich einfach die Sache, die mich ein bisschen stört, weil für mich hat ein Assassin's Creed, ich habe mich damals bei Origins mega gefreut, sagen zu können, boah, du erlebst die Ursprünge der Assassinen, ja, und was erlebt man im Endeffekt? Ja, ohne jetzt zu spoilern für die, die mein Let's Play wirklich blind schauen, muss man wirklich sagen, es ist sehr, sehr wenig. Und das finde ich persönlich sehr schade. Und bei Odyssey, ich meine, ich finde das griechische Setting ganz cool, so keine Frage. Aber es ist für mich halt einfach nicht mehr das Assassin's Creed. Und das hat auch für mich jetzt nichts mit Rumheulen zu tun, wie das gerne dann Leute sagen, so, ihr meckert doch alle nur rum. Aber ich muss sagen, es ist für mich einfach nicht mehr dasselbe. Und vom Kampfsystem her muss ich sagen, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Wobei ich da sagen muss, ich meine, sie wollten ja diese Methodik rausnehmen, von wegen, dass man alles One-Hit immer töten kann. Ich hatte in Origins jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass es allzu schwer war. Also die meisten Gegner, bis auf 1, 2, konntest du wirklich verdammt schnell töten. Ich musste aber ehrlich sagen, dass das nach einer Zeit auch eintönig war, weil im Endeffekt
gar nicht wirklich viel Variationen waren. Also du hattest natürlich dein Schwert oder du hattest eine Keule oder du hattest so ein Speer, was auch immer, und konntest damit auch ganz coole Kill-Moves machen. Aber wenn ich mir dann so an ein Assassin's Creed 3 zurückdenke, wo du zwar auch ziemlich overpowered irgendwann warst, aber es noch ziemlich geil ausgesehen hat, weil in Assassin's Creed 3 muss man sich mal überlegen, du hattest den Tomahawk, du hattest die Machete, aber du hattest den Tomahawk, du hattest die versteckte Klinge, du hattest Schwerter, du hattest Musketen, du hattest deine Pistole, du konntest ja wirklich einen Finisher-Move machen, wo der erst mit der Muskete du jemanden durchbohrt hast und der dann nochmal abgedrückt hat und alles. Oder du hast jemanden mit dem Schwert gekontert und der hat seine Pistole gezückt und damit nochmal geschossen. Oder die Doppel-Kill-Moves. Ja, das sind ja alles so Dinge, die sind ja jetzt gar nicht mehr drin. Und das muss ich zum Beispiel sagen, das vermisse ich dann im Endeffekt. Und ich meine, man merkt, dass ich natürlich an Assassin's Creed Origins auch einiges von einem The Witcher abgeschaut hat. Nur da muss ich ehrlich sagen, da hat der Witcher den Vorteil, dass da wenigstens auch ein bisschen Splatter dabei ist, weil klar, in Origins fließt Blut, aber es ist so nichts Halbes, nichts Ganzes. Da würde ich mir dann schon fast wünschen, dass man in einem Ubisoft-Game mal wirklich sagt, hey, also die machen da ja zum Teil Moves, auch in Origins und auch in Odyssey, wo ich mir denke, boah, ja krass, da müsste locker der Arm von dem abfallen. Ja, und was ist im Endeffekt? Da fällt aber kein Arm ab, sondern der geht da einfach mit dem Schwert so durch und das war's. Und da denke ich mir, um das authentischer zu gestalten, müsste man dann eigentlich da so einen gewissen Splatter- oder Gore-Effekt, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt, müsste man das eigentlich noch einfügen, damit das wirklich noch so ein gewisses Konzept hat. Und ja, das ist halt so für mich persönlich, das Argument, was ich halt bringe, wieso ich halt eben bei Odyssey und auch bei Origins einfach nicht weiß, was ich davon halten soll. Und das ist halt für mich einfach dann auch kein richtiges Assassin's Creed mehr. Ich werde es mir holen. Ich werde mir zwar nicht mehr so eine Complete Edition holen, das habe ich bei Origins zum letzten Mal gemacht. Nicht, weil sie mir nicht gefallen hat, sondern einfach so, weil ich mir gesagt habe, ich möchte mir nicht mehr für alles so viel holen. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich dann der Ansicht bin, dass Odyssey und Origins nicht mehr viel mit dem Assassin's Creed zu tun haben, es sicherlich coole Spiele sind, aber ich sie dann nicht unbedingt zeigen muss. Und was ich auch nicht tun werde. Die Gründe habe ich euch jetzt im Endeffekt genannt. Und an sich, ich freue mich auf Odyssey. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht interessant aus. Ich mag das griechische Setting. Ich finde, das wirkt alles sehr, wahrscheinlich auch noch ein bisschen, wirkt das ein bisschen abwechslungsreicher, weil natürlich jetzt Ägypten schon ziemlich viel Wüste war und all sowas. Da wirkt jetzt meiner Meinung nach hier Odyssey schon ein bisschen cooler, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach auch vielleicht ein bisschen farbenfroher auch ist oder ja, es wirkt irgendwie ein bisschen interessanter. Ja, aber alles andere muss man halt abwarten, wie es so wirklich ist. Und ja. Deswegen, also das sind so meine Ansichten zu Assassin's Creed Origins, zu Assassin's Creed Odyssey. Ich könnte jetzt noch ewig weiter drüber reden und ich habe jetzt auch kein Skript gemacht, deswegen rede ich vielleicht auch ein bisschen so einfach nur so durcheinander, aber es sind halt einfach gewisse Argumente, die mich halt an Origins stören. Es ist kein schlechtes Spiel, es bringt viel Content rein, keine Frage. Doch, einen Aspekt habe ich noch genau, den ich auch fragwürdig finde, das ist die Map-Größe. Weil ich muss sagen, in Origins, ich habe die Map, glaube ich, zu 3/4 erkundet, kann man sagen, und ich war mit der Story durch und ich habe mich echt gewundert. Ich dachte mir so, hä, what the fuck, hier sind noch 3-4 riesige Gebiete, auch wenn das wahrscheinlich nur Wüste oder Meer ist, die ich aber noch nicht erkundet habe, und das Spiel ist einfach schon durch. Und dann denke ich mir so, wenn man, also entweder ich füge die Gebiete ein und die sind dann wirklich auch alle storyrelevant, irgendwo zumindest mal für eine Mission, dass man sie wenigstens erkundet hat, oder aber ich brauche sie doch gar nicht einzufügen, wenn ich da nur Nebenmissionen mache. Also es ist meine Ansicht, ich mag das einfach nicht so. Und wenn ich überlege, ich glaube, Assassin's Creed Origins, da war die Karte 80 Quadratkilometer groß und ich glaube in Odyssey soll sie jetzt 130 Quadratkilometer groß sein, und da muss ich sagen, die größte Map der Welt bringt dir nichts, wenn sie vollgestopft ist mit Aussichtspunkten und irgendwelchen römischen Lagern, die man zerstört oder was auch immer, und im Endeffekt macht man aber immer nur dasselbe. Ich meine, dass in The Witcher gab es auch ein Gebiet Skellige, da hat man dann auf dem Meer tausende von diesen Fragezeichen abgegrast, das war auch nicht wirklich cool, so, weil Nebenquestmäßig musstest du da nie hin, aber im Endeffekt hat es natürlich die Welt größer gemacht. So, jetzt ist The Witcher natürlich ein ganz anderes Kaliber, aber im Endeffekt ist das halt immer so eine Sache. Es bringt mir nichts, wenn ich später eine Welt habe in Odyssey oder auch in Origins halt, die riesengroß ist,
Ich aber im Umkehrschluss dann halt von mir aus jede paar 200 Meter ein römisches Feldlager habe oder ein Dorf, was ich erkunden kann oder, ne, sagen es mal, wieder ein paar Tiere jagen. Ja, und das war's dann. Da ist man zum Teil dann 2 Stunden beschäftigt, durch diese Prärie zu laufen oder was auch immer, um da irgendwie die Gebiete zu erkunden. Ja, aber es gibt dann keine interessanten Nebenquests. Ne, das ist halt auch nochmal die Frage, die ich mir stellen muss. Wie wird das aussehen? Ne, gibt es interessante Nebenquests? Gibt es Nebenquests, die wirklich in Erinnerung bleiben, wo ich sage, so, boah, krass, ja. Ich sag immer gerne in The Witcher 3 die Rote Baron-Quest. Die war einfach so Hammer, so speziell und verstrickt mit allem Möglichen. Und sowas würde ich mir halt gerne dann auch mal für ein Assassin's Creed wünschen, weil wenn man eben in dieses offene Rollenspielmäßige reingeht, dann braucht man auch Quests, die in Erinnerung bleiben. Und ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie die DLCs in Origins sind. Ich weiß natürlich noch nicht, wie Odyssey wird. Kann natürlich alles sich zum Guten wenden, aber momentan bin ich da halt einfach noch sehr skeptisch. Und auf jeden Fall die Gründe, warum ich jetzt das nicht Let's Player sind halt zum einen mein Privatleben, mein YouTube-Kanal, der ja generell eigentlich auch schon längere Zeit nicht mehr aktiv so betrieben wird, und eben auch die Sache, dass ich auch einfach das als Let's Play nicht mehr schön finde, weil es eben diesen Open-World-Charakter hat und ich halt Open-World-Spiele auf meinem Kanal ja eigentlich nie gezeigt habe, außer jetzt Origins. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß aus gutem Grund, warum ich es nie gemacht habe, aber Origins hatte ich euch versprochen, deswegen habe ich es gemacht, aber ich habe auf jeden Fall da gemerkt, dass ich mit meiner Vermutung auf jeden Fall, die ich immer gesagt habe, recht hatte, weil es kamen genug Leute, die immer meinten, mach doch mal Fallout oder mach doch mal Far Cry oder mach doch mal Skyrim oder sowas. Gut, jetzt in Far Cry geht sogar noch einigermaßen, aber in Skyrim ja überhaupt nicht im Endeffekt. Und da habe ich mich bewusst immer gegen entschieden. Und deswegen auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr könnt meine Entscheidung soweit akzeptieren und sie auch nachvollziehen. Ich würde mich wie immer über nette Kommentare freuen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was haltet ihr von Origins oder was habt ihr davon gehalten? Was haltet ihr von Odyssey? Was haltet ihr von meiner Entscheidung natürlich auch? Könnt ihr die nachvollziehen? Und sagt auch einfach mal, wie habt ihr so die Entwicklung der Reihe erlebt? Also sagt ihr wirklich hey, die Entwicklung gefällt mir sehr gut, mir macht das jetzige Assassin's Creed wesentlich mehr Spaß als die alten? Oder sagt ihr auch, mir fehlt da ein bisschen was, weil mir persönlich fehlt halt einfach dieses Assassin's Creed Feeling. Das Spiel an sich ist cool. Wenn man das jetzt noch einsetzen würde, dass man ein bisschen mehr auf den Fokus geht, also das hätte ich mir, das ist noch ein Aspekt, den hätte ich mir zum Beispiel gerne gewünscht, Origins. Warum hat man nicht Origins fortgesetzt mit einem nächsten Teil, wo man den Aufbau der Bruderschaft erlebt, wo man erlebt, wie Bayek vielleicht auch älter wird, einfach nochmal so eine eine gewisse Handlung, dass man mit einem Charakter nochmal, weil ich fand Bayek einen coolen Charakter, genauso, warum führt man die nicht mal fort, warum zeigt man die nicht mal wie einen Ezio, wirklich auf längere Sicht, zumindest für ein zweites Spiel, es muss ja nicht wie bei Ezio in 3 Spielen sein, aber 2 Spiele, warum denn nicht? Wie Arya älter wird, wie Bayek älter wird, wie sie den Orden führen, wie sie vielleicht immer Nachfolger haben. So, wie man einfach die Entwicklung erlebt. So, das hätte ich halt wirklich cool gefunden. Und das könnt ihr mir alles mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Das Video müsste eigentlich auch gleich zu Ende sein, das Gameplay-Video. Von daher, ich hoffe, das hat euch natürlich auch gefallen. Ich fand es eigentlich relativ cool. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, wollte ich schon sagen. Aber wir sehen uns dann in irgendeinem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, bleibt euch selber treu, bleibt dem Credo treu und wir sehen uns. Ciao. Yeah.